Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute Sachunterricht und ich erkläre euch, wie man die Uhr liest. Bevor wir anfangen, die Uhr zu lesen, muss man erst ein paar Sachen wissen. Erst einmal müssen wir wissen, dass der Tag 24 Stunden hat. Dann müssen wir wissen, dass eine Stunde wiederum aus 60 Minuten besteht. Und eine Minute wiederum aus 60 Sekunden. Es gibt auch noch kleinere Einheiten als die Sekunden, aber die werden wir uns in diesem Video nicht anschauen. Ja, und das Werkzeug, mit dem wir uns die Uhrzeit angucken, die nennen wir Uhr. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Digitaluhren, Sonnenuhren, Sanduhren und andere, aber wir gucken uns heute die ganz normale analoge Uhr an. Analog bedeutet so viel wie die mit den Zeigern. Ja, wir werden in diesem Video auch besprechen, was Viertel vor, Viertel nach und halb bedeutet. Und bevor wir anfangen, müssen wir noch besprechen, dass es eigentlich jede Zeit zweimal gibt am Tag. Der Tag besteht ja aus 24 Stunden und es gibt zweimal zum Beispiel die Zeit 1 Uhr, nämlich einmal mitten in der Nacht und einmal mittags. Und damit wir die besser unterscheiden können, haben wir in Deutschland beschlossen, dass 1 Uhr die Zeit nachts ist und 13 Uhr die Zeit am Mittag. Und 2 Uhr ist wiederum nachts und 14 Uhr ist dann schon nachmittags. Und das geht den ganzen Tag so weiter. Und um 11 Uhr, frühen oder späten Vormittag, ist dann gleichzeitig auch späte Nacht. Okay. So, nun seht ihr hier die Uhr. Und erst einmal seht ihr hier das Ziffernblatt 12, 1, 2, 3, 4, 5 und einmal rum. Und hier seht ihr aber auch gleichzeitig schon die kleinen Zahlen. Also 1 Uhr ist auch 13 Uhr und 2 Uhr ist auch 14 Uhr. Und so weiter. Das brauchen wir gleich. Ihr seht aber auch die zwei roten Dinger, die nennen wir Zeiger. Und das kleine, das ist der Stundenzeiger. Und das große, der Minutenzeiger. Und ihr könnt es euch schon denken, der Stundenzeiger zeigt die Stunden an und der Minutenzeiger die Minuten. Manche Uhren haben auch noch einen Sekundenzeiger, aber den lasse ich heute weg. Und nun möchte ich mit euch einige Uhrzeiten einstellen. Hier seht ihr es, wir möchten jetzt die Uhrzeit 15 Uhr einstellen. Ich beginne also mit dem Stundenzeiger und fahre ihn auf die 15. Und 15 ist gleichzeitig 3 Uhr. Und bei den Minuten sehe ich 00 und 0 Minuten bedeutet, dass der Zeiger auf der 12 steht. Und jetzt ist es auf unserer Uhr genau 15 Uhr. Es ist aber genauso richtig, dass jetzt 3 Uhr ist. Ihr seht, der kleine Zeiger steht auf der 3, der große auf der 12. Nun schauen wir uns ein zweites Beispiel an. 6 Uhr. Ich beginne wieder mit dem kleinen Zeiger. Und der kleine Zeiger muss jetzt auf die 6. Das stimmt. Jetzt gucke ich bei den Minuten. 0 Minuten sind vergangen, also bleibt der Zeiger auf der 12. Und jetzt ist es auf unserer Uhr genau 6 Uhr. Es ist aber genauso richtig, dass es auf dieser Uhr jetzt, schauen wir einmal hier, 18 Uhr wäre. Weil 6 Uhr und 18 Uhr gleich aussehen auf der Uhr. Nun wird es etwas schwieriger. Wir wollen die Uhrzeit 14.15 Uhr einstellen. Jetzt können wir entweder gucken, wo steht die 14 hier, oder wir merken uns, dass 14 Uhr auch gleichzeitig 2 Uhr sein kann. Und wir stellen den Zeiger auf die 2. Jetzt gucken wir bei den Minuten. Es sind 15 Minuten vergangen. Und nun geht's los. 15 Minuten. Wir können zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also muss der große Zeiger jetzt auf die 3. So, jetzt haben wir es 14 Uhr und 15 Minuten. Und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit. Bei den meisten Uhren wandert der Stundenzeiger schon mit. Das heißt, er wird wahrscheinlich schon ungefähr dastehen. Weil nämlich, wenn der große Zeiger rum ist,
dann ist es ja 3 Uhr. Das heißt, der kleine Zeiger muss dann auch bei 3 Uhr sein. Weiter geht's. Jetzt wollen wir die Uhrzeit 19.30 Uhr einstellen. Wir beginnen wieder mit dem kleinen Zeiger. Die 19 befindet sich hier, also 7 Uhr. So, und dieses Mal 30 Minuten. Und wenn ich jetzt weiß, dass eine Stunde aus 60 Minuten besteht, dann ist die Hälfte 30. Also kommt der Zeiger auf die 6. Ich könnte jetzt aber auch anfangen zu zählen. 1, 2, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 und 30. Und ich habe es ja gerade schon mal erklärt, der Stundenzeiger wandert also ein bisschen weiter und bei 7:30, also 19.30 Uhr, würde es ungefähr so aussehen. Nun schauen wir uns die zweite Zeit an. 7.30 Uhr. Und, seht ihr es? Die Uhr sieht genauso aus wie bei 19.30 Uhr. Wir machen es noch ein bisschen schwieriger. Jetzt soll es 17.45 Uhr sein. Wo ist die 17? Hier, also 5 Uhr. Den kleinen Zeiger stellen wir auf die 5. Und es sollen jetzt 45 Minuten vergangen sein. Und hier sind 0, hier sind 15, hier sind 30 und hier sind 45. Also gehört der große Zeiger hierhin. Und weil es jetzt ja schon nicht mehr weit bis zur nächsten Stunde ist, muss der kleine Zeiger ein kleines bisschen weiter. Das sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt ist es auf dieser Uhr 17.45 Uhr. Es könnte aber auch 5.45 Uhr sein, also kurz bevor ich zum Beispiel morgens aufstehe. Ja, und dann gibt es noch drei Begriffe, die muss ich euch auch noch erklären. Viertel vor, Viertel nach und halb. Das habt ihr bestimmt schon ganz oft gehört. Und wir beginnen mal mit der Uhrzeit Viertel nach acht. Viertel nach acht bedeutet nichts anderes als 8 Uhr und 15 Minuten. Es ist nämlich dann ein Viertel rum. Und Viertel nach ist dann hier, nämlich eine Viertelstunde nach 12 Uhr. Das ist damit gemeint. Und jetzt wäre es auf dieser Uhr zum Beispiel Viertel nach 5. Und jetzt wäre es Viertel nach 8. Das ist die Zeit, bei der abends immer die Filme anfangen, beziehungsweise 20.15 Uhr. Tja, Viertel nach ist ganz einfach. Und die andere Seite, wenn der Zeiger so steht, dann ist es Viertel vor, nämlich noch eine Viertelstunde, also 15 Minuten, bis es wieder eine volle Stunde voll ist. Und in diesem Fall wäre es jetzt Viertel vor, und ihr seht es hier, 7. Weil nämlich in einer Viertelstunde ist es dann 7 Uhr. Und eine Viertelstunde sind 15 Minuten. Die könnten wir jetzt wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, und zum Schluss zeige ich euch noch das hier. Immer wenn der Zeiger auf der 6 steht, dann ist die Hälfte einer Stunde vorbei. Und das nennen wir in diesem Fall dann 6:30. Aber das ist nicht in ganz Deutschland gleich. Aber hier in Norddeutschland nennen wir diese Zeit 6:30. Es ist also eine halbe Stunde vergangen und es ist noch eine halbe Stunde, bis es 7 Uhr ist. Und deswegen 6:30. Und nun wäre es 7:30. Und wenn die Uhr so aussieht, dann ist es 11. Und so. Na, so müsste es aussehen. Dann ist es 4:30. Zum Abschluss gibt es noch zu sagen, die Uhrzeit muss man üben,
Aber wenn man sie einmal gelernt hat, dann kann man das für immer. Okay, das war's.